Hier sind wir mal auf dem Dach von unserem Morello. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da hinten ist noch eine, 9, 10 Module auf dem Morello verbaut, sind 1300 Watt Peak. Dann haben wir hier den WCS Dachlüfter verbaut und die WCS Klimaanlage. Zur Klimaanlage kommen wir dann gleich noch etwas näher drauf zurück, weil die hat schon viele Besonderheiten. Und ja, so kann man so ein kleines Morello-Dach auch richtig vollpflastern. Also es ist schon richtig geil. Da kommt natürlich richtig, richtig Power runter. Also das ist schon richtig phänomenal, was da an Leistung runterkommt, wenn die Platten richtig durchziehen. Das Fahrzeug wird morgen geholt. Wir machen die Platten nur ein wenig sauber, wir wischen da nur einmal durch und dann geht's zur Abholung und zur Übergabe. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt natürlich auch nur den Rest an, weil das ist schon ein Umbau, der sondersgleichen sucht. Herzlich willkommen beim Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute dieses Fahrzeug vorstellen. Ich habe auf Instagram schon den ein oder anderen Post über das Fahrzeug gemacht. Da kamen auch schon, oh, wann kommt das Video? Ja, unbedingt, weil das ist schon ein wirklich tolles Fahrzeug. Wir sprechen hier von einem Morello Palace, der schon viele, viele Features hat, die ich von Grund auf schon sehr, sehr geil finde. Sei es vorne im Cockpit. Und ich möchte euch einfach mal im Detail jetzt zeigen, was wir hier mit dem Kunden alles verwirklicht haben, was wir alles tun, was wir hier alles umgesetzt haben. Ganz, ganz tolle Geschichte. Also, ich schwafel gar nicht lang rum. Lasst uns sofort loslegen und wir gehen jetzt mal tief ins Detail. Ich laufe jetzt mit euch einfach mal hier vor und wir schauen uns mal das Cockpit an. Was mich schon mal von vornherein begeistert hat, hat jetzt nichts mit uns zu tun, sondern hauptsächlich ja mit dem Fahrzeug selber sind hier diese Monitore. Statt Außenspiegel hat man hier oben, na, man sieht es nicht, man sieht es nur von außen, kleine Kameras, kennt man vom LKW, und hat somit hier links und rechts nur noch die Monitore. Geile Geschichte. Wirklich geile Geschichte. Finde ich richtig klasse. Macht richtig, richtig Spaß. Ja, was haben wir hier vorne verbaut? Hier haben wir eine USB-C Steckdose. Natürlich von Tiger Expert. Das heißt, die können laden bis 100 Watt. Warum hier? Weil natürlich der Kunde eventuell Dashcam, keine Ahnung, irgendwas hier braucht, hat die Möglichkeit, hier auch Dinge anzuschließen. Dann haben wir die Grundausstattung, ist ein bisschen gespart mit Steckdosen. Drum haben wir hier an der Seite auch nochmal eine montiert. Hier sehen wir es. Auch nochmal eine USB-USB-C Steckdose. Hier kann man Tablet und Handy laden für den Beifahrer, wenn er mal auf große Tour gegangen wird. Und dann auf der Seite natürlich genau das Gleiche. Auch hier haben wir das gemacht. Eine USB-USB-C Steckdose. Und was haben wir hier noch? Die Treppe. Weil, wenn wir nämlich ins Fahrzeug einsteigen, wenn wir herin sind und so weiter und vergessen hat, da hinten die Treppe zu lösen, damit man hier nicht mehr aufstehen muss, oder kann man auch die Treppe jetzt von hier aus steuern. Das haben wir auch gebaut. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal bei der Eingangstür und einmal direkt hier. Finde ich eine sehr, sehr tolle Geschichte, weil somit muss man das eine oder andere Mal einfach nicht aufstehen. Ja, das ist das, was wir hier im vorderen Bereich gemacht haben. Und jetzt gehen wir dann mal einfach übers Dach. So, hier haben wir sie, die WCS Klimaanlage. Die Klimaanlage von WCS ist schon sehr besonders. Warum ist sie sehr besonders? Das ist die einzige Klimaanlage, die ich kenne,
die mit einer 3 Ampere Sicherung läuft. Wir haben leider Gottes immer öfter den Fall, dass die Stellplätze, Campingplätze ihren Strom, die Sicherungen reduzieren bis auf 6, teilweise sogar bis auf 3 Ampere. Diese Klimaanlage, die läuft auch bei 3 Ampere an. Also das heißt, das ist ein echt geiles Teil. Finde ich richtig klasse, weil da geht natürlich schon richtig was. Ich habe dann wenigstens was davon. Das ist halt schon richtig cool. Dann gehen wir weiter. Haben wir hier den WCS-Dachlüfter montiert. Natürlich mit der schönen Beleuchtung außenrum. Habe es oben auf dem Dach schon erwähnt oder erwähne es noch. Da sehen wir das Ganze auch. Und haben hier diesen Dachlüfter. Dann haben wir natürlich getrennt Küche mit Strom, weil wir haben hier oben auch nochmal eine Mikrowelle, damit der Stromhaushalt passt. Insgesamt haben wir einen Wechselrichter, sprich zwei Wechselrichter verbaut mit jeweils 3000 Watt, damit da entsprechend richtig Power runterkommt. Dann schauen wir mal ins Hintere des Fahrzeugs, weil auch hier haben wir was verbaut, nämlich voilà, eine Klesana-Toilette, die wir hier verbaut haben. Hat in mehreren Kanälen schon Einzug erhalten auf YouTube und unter anderem verbauen wir die nach wie vor fast täglich. Ich bin absolut begeistert davon. Ich selber fahre sie jetzt schon seit 3 Jahren spazieren und ich kann nur sagen, ich für mich habe keine bessere Toilette oder Alternative für das natürliche Bedürfnis gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega begeistert, ausfallsicher, funktioniert und hat keinerlei Probleme mit sich. Warum? Hier, weil natürlich Fäkalientank reinigen, Fäkalientank sauber machen auch ein Riesenthema ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Drum hat sich jetzt hier der Kunde einfach mal für eine Klesana entschieden. Hier möchte ich euch natürlich nicht den schönen Schrank zeigen, sondern hier haben wir einen Tresor verbaut. Keine Angst, der ist so verbaut, da lässt sich nichts mehr raushebeln. Der ist so verankert nach unten durch, damit der hundertprozentig safe ist und es alles richtig sauber passt. Auch das haben wir hier verbaut. Dann gehen wir hier in den nächsten Schrank. Was haben wir hier verbaut? Unser Campernet. Campernet heißt Internet, LTE, 4G, 5G. Und ihr seht, hier hinten haben wir eine ganze Menge Ports gemacht, sprich LAN-Anschlüsse. Port 1, Port 2, WLAN und Port 3, Port 4. Für was haben wir das gemacht, kann ich euch sagen, weil da kriegt er unten ins untere, in den Doppelboden in sein Fahrzeug einen Server rein. Da schauen wir dann gleich mal noch hin, wie das dann da unten ausschaut. Da haben wir dann die ganzen Kabel reingezogen und haben dementsprechend die ganzen Anschlüsse gemacht. So, dann kommen wir hier noch rein, da hat sich nicht viel getan. Hier haben wir unsere zwei Schaltpole für Wechselrichter beschriftet, was ist. Das wird sich gegebenenfalls noch mal ändern, weil im Nachhinein das ganze Fahrzeug noch ein Bussystem bekommt von uns. Und dann können wir hier dementsprechend noch mal eine kleine Änderung durchführen, damit da entsprechend die ganze Thematik nur ein bisschen schöner ausschaut. Jetzt schauen wir mal nach außen und gucken uns die Fächer an. Ich fange jetzt hier mal an, in dem Fach. Hier haben wir eine Mobilade verbaut. Die Mobilade zum Rausmachen, einmal links und rechts, zack, können wir dementsprechend rausziehen, wieder reinschieben. Das ist relativ geschickt, macht richtig Spaß. Mit Euroboxen dementsprechend versehen, dann kann man da schön verstauen. Dann schauen wir hier in dieses Fach, weil das ist das, wo der Server reinkommt. Hier sehen wir die Server dementsprechend. Hier stehen
die Gerätschaften vom Kunden. Und hier oben, da kommt jetzt noch dieser Anschluss rein, wo dann die Server angeschlossen werden. Das kommt jetzt da oben noch rein in die Ports, damit es hier dementsprechend sauber anliegt und richtig schön drin ist. Dann haben wir auch die Thematik geschafft. So, dann gehen wir noch kurz in das Technikfass. Die ganze Thematik schaut so aus. Hier haben wir unsere zwei Ladebooster verbaut. Natürlich brauchen wir für so ein Fahrzeug richtig Ladestrom. Drum sind hier zwei Ladebooster drin, Master Slave. Und nur ein paar Kleinigkeiten. Hier haben wir schon viel beschriftet von uns. Ne? Das schaut dann alles dementsprechend aus. Hier haben wir Beleuchtung, wo man die Beleuchtung an- und ausschalten kann. Dann haben wir noch Lüfter, Garage, LED, 12 Volt und so weiter. Da oben haben wir die ganze 230 Volt Seite beschriftet und verkabelt. Jede Sicherung ist natürlich beschriftet, damit es alles safe ist und schick ist. Und jetzt schauen wir noch ins Heck des Fahrzeuges, wie es hier ausschaut. So, hier haben wir dann das ganze Highlight in der Garage. Hier gehen wir rein in die Garage. Da oben haben wir eine Waschmaschine. Waschmaschinentrockner, ist auch ein Trockner mit. Und ja, macht Sinn, wenn man in so einem Fahrzeug lebt, ist das schon ganz geschickt. Dann gehen wir hier weiter über unsere 2x3000 Watt Kombigeräte, 3200. Das sind natürlich richtige Oschis, aber die brauchen wir auch. Wir haben Mikrowelle, Induktionskochplatte, Trockner und so weiter. Viel, viel Strom, Server und, und. Also hier muss ständig Betrieb sein und ständig laufen. Dann blenden wir hier runter. Da haben wir unsere drei Solarregler drin. Und hier haben wir unsere Batteriebank. Und jetzt klipse ich das mal kurz auf, dann schauen wir da noch mal kurz rein. So, jetzt schauen wir mal. Also nur mal so gucken. Hier haben wir eine Bank, die bringt gerade aktuell 27 Ampere Ladestrom. Die hier bringt 14 Ampere Ladestrom. Die hier bringt leider nicht so viel, weil die steht mit dem Hintern unter unserem Vordach. Also haben wir hier schon 40 Ampere. Wenn jetzt die auch noch bringt, haben wir hier einen Ladestrom, also locker von 60, 70 Ampere teilweise, wenn das Wetter passt. Also da kommt richtig, richtig Energie runter. Bei 1300 Watt Peak ist das schon richtig geil. Dann haben wir hier die Batteriebank. Hier haben wir die Löchle drin, weil die Akkus, das sind jeweils 1, 2, 3, 4 mal 320 Amperestunden. Die haben hier so LEDs, damit man da dementsprechend reingucken kann. Dann wird man die Leuchten sehen, dann wäre eine Sicherung defekt. Hier haben wir dann die Sicherungen selber angeordnet von Solarreglern, Klesana, Solarregler und Solarregler, damit man dementsprechend natürlich sauber hinkommt. So schaut das Ganze aus. Also alles in allem ein richtig schöner, schicker Umbau. Also ich muss schon sagen, bin ich echt stolz auf meine Jungs. Das haben sie echt klasse gemacht. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist das Bussystem. Das wird noch geliefert. Da muss ich mit dem Kunden noch mal reden. Da müssen wir natürlich noch mal einen Termin finden. Und dann ergänzen wir das. Im Gro ist schon alles dafür vorgesorgt, damit auch dementsprechend nichts schief geht. Alles in allem ein richtig geiler, schöner Umbau. Ich persönlich bin da richtig, richtig scharf auf sowas, weil ich finde es schon optisch sehr gelungen und sehr geil. Funktionell natürlich ganz genauso, weil es halt wirklich Sinn macht, dementsprechend die Umbauten so zu gestalten. Ich finde den Umbau richtig gelungen. Ich hoffe, wir haben den Kunden soweit seine Wünsche befriedigen können. Wir haben die Elektrik so getrennt, dass eigentlich alle Geräte miteinander laufen können, ohne dass es Komplikationen gibt. Also man kann Induktion und Kaffeemaschine gleichzeitig laufen lassen.
Man kann Mikrowelle laufen lassen, also Küche separiert. Und dann haben wir natürlich hinten noch den Trockner, wo man laufen lassen kann, gleichzeitig den Server und die Klimaanlage, also dass das alles wirklich so funktioniert. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze so ein bisschen auszumitteln. Dann natürlich die ganzen Steckdosen gelegt, wie der Kunde wollte und. Das ganze Dach bebaut. Also ich muss sagen, mega, mega Umbau. Richtig, richtig toll. Ich finde es richtig klasse. Und ich freue mich schon, den Kunden das Fahrzeug vorstellen zu dürfen und übergeben zu dürfen. Morgen früh um 7 geht noch einmal der Putztrupp weg, um alle Fingerabdrücke zu beseitigen und noch die Kleinigkeiten gar zu erledigen. Und dann ist es auch schon soweit. Wenn ihr Interesse habt an so einem Umbau, dann einfach bei mir melden, einen Umbau-Besprechungstermin ausmachen. Wir setzen uns zusammen, reden über das Ganze und ihr seid jederzeit herzlich willkommen, um euch darüber zu informieren, was denn alles möglich ist, was man alles tun kann. Wir machen vom Kastenwagen bis zum großen Liner, wie wir hier sehen, alle Autos. Es gibt keine Einschränkungen. Wir bauen T4 um, wir bauen Kastenwagen um in allen Größenordnungen, teilintegrierte, vollintegrierte und natürlich hier die tollen Liner. Auch die bauen wir um. Wir haben viele Morello Lofts, Morello Palace, Concorde haben wir einige hier, wo wir immer wieder umbauen. Also überhaupt kein Problem. Nicht scheuen, einfach anfragen und dann können wir drüber reden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn ihr ganz verrückt seid, drückt den Abo-Button, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich versuche immer wieder mehr Videos zu machen. Die Zeit ist ein bisschen das Problem, aber ich gebe mir richtig Mühe, damit ich da noch ein bisschen mehr Content auf unseren Kanal biete und technische Details immer mehr zur Stadt kommen lasse, also zu zeigen, weil da kommen ganz, ganz tolle Sachen auf uns zu und da will ich euch natürlich nichts vorenthalten. Ich freue mich auf rege Kommentare von euch, was ihr von so einem Umbau haltet. Dann sage ich alles Gute, bleibt mir gesund, euer Micha und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.